Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog auf dem Peiskerhof. Ja, wie ihr vielleicht schon im Hintergrund sehen könnt oder dann auch in Drohnenaufnahmen und allen anderen sehen werdet, wir sind am dritten Schnitt machen, beziehungsweise letzten Schnitt für dieses Jahr. Zeitlich gesehen sind wir heute am 10.10., also eigentlich relativ früh. Wir haben auch schon kurz vor Ende, also Anfang November haben wir auch schon das letzte Mal gemäht, das ist aber schon relativ spät her. Ja, wir nutzen jetzt quasi mal eine schöne Trockenphase von gut 5 Tagen, um unsere 30 Hektar Grünland abzuernten, weil es hat jetzt wieder mal, wie erwartend, geregnet. Und jetzt sind die Wiesen soweit abgetrocknet und da haben wir gesagt, da machen wir jetzt noch einen dritten Schnittfix, dass wir dann soweit fertig sind, weil wenn das Laub dann in die ganzen Wiesen reinfällt und alles, ist dann auch nicht schön für die Futterqualität. Ja, wir sind unterwegs jetzt mit dem 6215R und unserer Krone Easy Cut Kombi. Ich habe jetzt, denke ich mal, schon gut 2 Drittel unserer Wiesen abgemäht innerhalb eines Tages. Ich denke mal morgen noch mal einen halben Tag und dann sind die alle runter. Was sehr erstaunlich ist für dieses Jahr, wir haben das erste Mal, dass zumindest auf einem Großteil der Wiesen sehr viel Futter steht. Also wir hatten es dieses Jahr schon beim Heu, da stand nicht wirklich viel Futter. Dann der zweite Schnitt, da war ja mal katastrophal. Und jetzt der dritte Schnitt, muss ich ehrlich sagen, also das merkt man auch, dass das wirklich mal 2 Wochen am Stück geregnet hat. Hier steht Futter, das ist ja, es ist sehr, sehr schön. Ja, ansonsten, Opa ist fleißig am Wenden. Weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, den zu filmen. Ja, Schwaden werden wir auf jeden Fall noch pressen und Wickeln nehme ich euch mal mit und mal gucken, vielleicht fahren wir diese auch mal mit dem Teleskoplader ein paar Ballen zusammen. Ja, ansonsten lasst gerne das Däumchen da, wenn euch diese Videos bei uns hier gefallen. Das ist jetzt schon mittlerweile das dritte Video. Abonniert uns, vergesst die Glocke nicht, folgt uns auf Instagram und Facebook, damit ihr, wie gesagt, immer auf dem aktuellen Stand seid, was wir gerade so bei uns machen. Und dann viel Spaß jetzt. Little moments, the best.
wie ihr hier sehen könnt, also wir haben saftigen Ertrag beim dritten Schnitt oder letzten Schnitt, wie gesagt. Es ist jetzt hier ein halber Hektar am Dorf dran. Und hier ist es eigentlich immer nass und ich muss auch sagen, hier ist es dieses Jahr auch wieder leicht nass. Also nass, sagen wir mal so, es klebt an Reifen, wenn man drüber fährt über den Boden. Aber wie gesagt, hier steht Bombenertrag. So, wir können ja mal nach hinten rausgucken. Also wie gesagt, bombenhafter Ertrag hier auf den Wiesen. Ne? Ja, beim Mähen mache ich eigentlich alles über diesen schwarzen Kreuzhebel hier. Also habe ich nach vorne in Schwimmstellung habe ich mein Mähwerk. Das werdet ihr gleich sehen. Jetzt mache ich das Heckmähwerk hoch. Und dann hebt das hinten aus und dann ziehe ich ihn nach hinten und da geht das Frontmähwerk vorne hoch. Da habe ich halt beide Mähwerke unter Kontrolle. Die laufen jetzt das Frontmähwerk mit knapp 1000 Umdrehungen, also 980 glaube ich. Und das Heckmähwerk auf 600, weil ansonsten erreiche ich die 1000 Umdrehungen nicht. Ja, falls es jetzt hier ein bisschen verwackelt ist, ich muss ja auch gleichzeitig noch das Mähwerk bedienen. Und ja, das Lenksystem habe ich zwar auch drauf, aber bei den kleinen Wiesen macht das nicht wirklich einen Sinn. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich euch ein paar schöne Einblicke geben kann in unseren Ablauf bei den Grasschnitten. Und ja, so, jetzt nochmal zur Außenansicht. Also ich muss ehrlich sagen, 6R mit der Krone-Kombi ist schon ein geiles Gespann. Ne? Ja, wie gesagt, 615R müsste da noch aus dem Tino sein Videos kennen. Aus unseren kennen wir noch nicht so oft. War nur mal beim Kuppern mitzusehen. Ja, wie gesagt, 2,80 Meter Krone Easy Cut hinten dran. Ist ein bisschen klein, braucht ihr nicht wieder in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß das. Haben aber aktuell kein anderes Mähwerk. Und wie gesagt, in der Front ist F320 von Krone. Sieht man es vielleicht auch noch mal sehr schön, wie die Teller funktionieren. Ja, noch mal hier zum Ertrag. Also das ist wirklich sehr schön saftiges Gras. Also man sieht es hier, dritter Schnitt. Das ist eigentlich Wahnsinn, was hier aktuell drauf steht. Ja, wir sind jetzt schon zeitlich gesehen halb acht abends. Also es sieht schon deswegen ganz schön geil aus hier. Ne? Ja, so, heute haben wir den 13.10. Wir sind jetzt mittlerweile fertig geworden mit dem Grünlandschnitt. Also wir haben fertig gemäht. Gewendet ist jetzt auch. Jetzt haben wir uns an, wie soll man das mal ganz so sagen, an unser Feldfutter gewandt. Hier ist das Feld, wo wir im Sommer Gerste gedroschen haben. Und hier haben wir einen Stoppelsturz gemacht. Das habt ihr beim Tino auf dem Kanal gesehen. Und ja, die Gerste ist so hoch gewachsen, dass wir gesagt haben, die mähen wir nochmal, weil das fressen die Schafe unwahrscheinlich gut. Und ja, da haben wir jetzt hier diese 10 Hektar Gerste gemäht, wo es ordentlich was stand. Man sieht es vielleicht hier hinten, also kommt schon ganz schön was zusammen. Ja, wie gesagt, haben wir gemäht. Heute im Laufe des Tages, sieht man auch bei den Drohnenaufnahmen, ich war mit Johannes zwischenzeitlich sogar mal gleichzeitig auf dem Feld und jetzt schmate ich hier immer drei Schwaden zu einem quasi zusammen und der Johannes kommt dann mit der Presse und presst das. Ja, und das Wiesengras, was wir gemäht haben, da bin ich auch mittlerweile schon dabei am Schwaden und das denke ich mal werden wir jetzt in den nächsten ein bis zwei Tagen noch wegräumen, dann sind wir denke ich mal Samstag fertig mit dem ganzen Schnitt und dann können wir uns ans Winterfest machen, der Grünlandgeräte machen. Ja. Es ist eigentlich eine ganz entspannte Arbeit hier, das Schwaden, weil ich kann hier mit 8 km/h fahren, muss nicht aufpassen, dass ich irgendwo gegenfahre, wie bei unseren anderen Wiesen. Wie gesagt, 10 Hektar am Stück hier oder vielleicht sogar 12, denke ich mal. Habe hier meinen Drehzahlspeicher bei der Zapfwelle auf 380 Zapfwellenumdrehung gemacht und tucke euch hier halt jetzt so einer hin und schwade dieses Zeug, was der Johannes heute gemäht hat, alles zusammen. Ja, was kann man noch so Schönes zwischendrin sagen? Also wie gesagt, wir haben irgendwo jetzt 5 Tage effektiv oder 6 Tage mit dem Grünland zu tun gehabt. Weil das Problem ist einfach, früh ist das Gras glitschenass durch den Tau. Wie gesagt, wir haben jetzt
13. Oktober. Da ist das Gras früh so nass, da braucht man früh noch nicht anfangen zu mähen. Und dann kannst du quasi erst Mittag richtig starten. So und abends, jetzt haben wir 17 Uhr. Irgendwo um 6 Uhr wird es dann wieder langsam dunkel. Also haben wir quasi ein Zeitfenster von effektiv 6,5 Stunden. So, und dadurch, dass wir nicht nur große Wiesen haben, sondern auch ein paar kleine Wiesen, haben wir halt wirklich zu tun, das alles, sag ich mal, zu mähen, wenden, schwaden, pressen. Da muss noch eingefahren werden, gewickelt werden. Also es ist da wesentlich schon ganz schön Arbeit. Ne? Wenn wir da im Frühjahr, machen wir ja nicht alles Silo, da machen wir auch einen größten Teil Heu. Da ist das Silo im Frühjahr, der erste Schnitt ist da eigentlich ein Klacks, die paar Wiesen. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat es jetzt schön geregnet im September. Dadurch steht auf den Wiesen auch einiges und auch hier auf dieser Wintergerste, unserem Feldfutter quasi, steht auch einiges schön. Ich denke mal, es werden auch ein paar Ballen werden, dass wir das Lager vom Winter schön voll kriegen, dass wir dann bis nächstes Jahr auf jeden Fall hinkommen. Ja, ansonsten, was steht dieses Jahr noch so an? Also wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen anfangen mit Miststreuen, dass wir da so Mitte November fertig sind. Da werde ich auf jeden Fall euch mitnehmen. Dann haben wir noch knapp 15 Hektar Weizen zu sehen. Also wie gesagt, wir müssen erst die Zuckerrüben raustun und die Futterrüben und dann sehen wir noch Weizen. Und ja, vorher können wir halt keinen Weizen sehen, weil die Zuckerrüben noch drin sind. Den anderen Weizen, den wir schon sehen konnten, wo keine Zuckerrüben als Vorfrucht sind, haben wir schon gesehen. Und ja, wie gesagt, das steht noch an, Weizen sehen. Dann steht noch an der Zuckerrübenernte. Da muss ich mal gucken, wenn das Lohnunternehmen kommt, dass ich da gerade zu Hause bin, beziehungsweise dass es tagsüber ist, weil es kann doch sein, dass die mal nachts kommen und da ist mit dem Filmbild schwierig. Aber da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Dann muss ich mal gucken, Winterfestmachung, Gerätschaften, ob ich euch da mal mit hinstelle, ob ich euch da mal ein bisschen was zeige. Und ansonsten war es das eigentlich für dieses Jahr. Vielleicht noch der Herbstforschung, mal gucken, ob ich das dieses Jahr machen kann oder darf. Aber ansonsten war es das für dieses Jahr schon. Dann sehen wir uns ja, wenn diese 3 bis 4 Videos, je nachdem wie viel Material es wird, rum sind, sehen wir uns dann nächstes Jahr normalerweise wieder. Also normalerweise geht es los mit der Bodenbearbeitung wieder, also Erbsen und Sommergerste sehen. Das ist dann nächstes Jahr wieder auf dem Programm. Ja, wie gesagt, folgt uns halt auf Instagram und Facebook. Da seht ihr halt, wie gesagt, was wir aktuell gerade machen. Da seid ihr auch im Bilde, wann das nächste Video immer kommt. Und ja, falls welche Fragen wegen Tino, da ist er aktuell gerade im Urlaub, aber keine Angst, der kommt schon noch zum Film. Wir haben jetzt noch selber mit YouTube angefangen, weil wir euch halt einen tieferen Einblick geben wollen, was wir so täglich für Arbeit machen, weil der Tino hat ja auch einen sehr straffen Zeitplan. Ansonsten schreibt halt auch, wie gesagt, mal in die Kommentare, auf was er alles Lust hätte, was wir mal noch so zeigen können, sollen. Ja. Ich hoffe, man hört nicht. Also moin Leute, hier, ich bin der Johannes, wisst ihr ja. Wir sind wieder hier ein bisschen am dritten Schnitt pressen. Wie ihr es schon mitbekommen habt, wahrscheinlich in Stories oder so, oder von Martin. Ja, falls euch wundert, ich bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen meine Stimme ist jetzt nicht so die wie immer, aber es geht trotzdem. Ihr versteht mich hoffentlich. Und ja, wir sind heute hier am dritten Schnitt pressen. Das Futter ist schön trocken. Sagen wir dieses Jahr mal
länger liegen lassen wie sonst, weil wir dieses Jahr auch relativ viel Zeit hatten. Ja, es hat schöne Trockenheit, das Pressen geht gut. Im Ertrag kann man auch zufrieden sein. Also wenn man jetzt überlegt, zweiter Schnitt, haben wir auf manchen Wiesen nichts geerntet. Was heißt auf manchen? Auf vielen Wiesen nichts geerntet. Auf manchen, die an der Orla oder so stehen oder an Teichen, da war es auch bedingt nichts. Aber an manchen Stellen ging halt auch. Ja, und jetzt zum dritten Schnitt. Steht überall wieder was da. Martin ist am Schwaden, macht er nicht schlecht. Besser, ich habe das Gefühl, meine Schwaden sind nicht so geil wie den seine. Ja, es macht schon Spaß pressen. Ja, pressen ohne Messer, weil es schon ziemlich kurz ist, das Futter. Deswegen braucht man es nicht nochmal schneiden. Ja, was kann man sonst noch so sagen? Wir können auch nochmal rausgehen. Kann ich euch, ja, wir sind mit unserem 6215R und unserer Krone kommt prima unterwegs. Und ja, jetzt ist wieder ein Ballen voll. Wo legen wir den jetzt mal hin noch? Drei Hörn legen einfach. Da macht eh eine Abfuhr. Ja, da kann er also Pfeffer legen. Ja, wir salieren jetzt schon die ganze Woche. Es hat eigentlich, ja, früh kann man halt immer nicht so anfangen, wegen Tau. Und jetzt wird es dann auch schon früh dunkel, deswegen, jetzt ist es gerade um 5. Naja, ich denke mal, in einer Stunde ist es schon wieder dunkel, aber man kann ja trotzdem weiter pressen. Solange man Schwaden erkennt. Ja, sonst kann man eigentlich nicht meckern über den Ertrag. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Ich wiederhole mich ja öfters. Sonst, die Scheiße ist halt beim dritten Schnitt, die Ballen werden halt nicht so schnell voll. Also man ist mehr am Fahren, als dass man hier steht und Ballen macht. Wie beim ersten Schnitt oder so. Aber sonst geht das schon ganz schön gut. So. Ja, sonst, was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir versuchen halt jedes Jahr so früh zu salieren, das letzte Mal, bevor die Laubblätter runterfallen, also ein paar Laubblätter. Wir sind immer mit dem Silo jetzt beim letzten Schnitt, aber wir wollen halt verhindern, dass alles mit drin ist. Weil die Blätter haben eine Säure, geben die dann ab beim Silierprozess. Das ist nicht so gut. Also das macht Futter nicht so lecker, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sonst, das Futter wird halt, glaube ich, ja, das ist für unsere Tiere. Rinder, Schafe ist eigentlich egal, es fressen sie beide. Aber ich denke mal eher, die Rinder werden das bekommen, weil das nicht so energiereich ist. Wie der erste Schnitt oder so. Weil bei uns das Besondere an unseren Rindern ist ja, dass die nicht so viel Energie brauchen, weil das ja extensive Rinder sind. Die Galloways, deswegen, ja, kriegen das wahrscheinlich die Schafe. Oh, und was man auch sagen muss, ja, sonst, ich fahre halt hier mit 10 km/h, 540 Umdrehungen an der Zapfwelle, es geht ganz schön gut. Ich könnte jetzt zwar noch schneller fahren, aber umso schneller ich fahre, umso unsauberer nimmt dann auch die Pickup von der Presse die Schwaden auf. Deswegen fahre ich jetzt nicht hier mit 20 km/h drüber. Könnte ich zwar, das würde es auch schaffen, so viel liegt ja nicht, aber das mache ich nicht. Aus dem einfachen Grund.
Ja, ich denke mal, nach dem Silieren jetzt werden wir noch unseren Weizen sehen. So auf Aussicht in den nächsten Wochen. Weizen. Dann werden wir, denke ich mal, Mist streuen erstmal für die Rüben nächstes Jahr und ackern. Und dann warten wir, bis die Rüben rausgemacht werden. Weil da kommt ja dann auch noch Weizen rein. Und dann ist das Jahr schon wieder vorbei. So, nächste Ballen ist fertig. So, Klappe macht zu. Und jetzt kann es weitergehen. Also wir haben jetzt beim dritten Schnitt insgesamt schon mehr geerntet wie beim ersten insgesamt. Und beim zweiten zusammen. Ja, wie gesagt, wenn es nicht regnet, wächst doch kein Gras. Konnten froh sein dieses Jahr, dass wir vom letzten Jahr noch so viel haben. Wir füttern immer noch vom letzten Jahr. Wir werden auch noch wahrscheinlich bis nächstes Jahr Futter vom letzten Jahr füttern. Ja, weil es letztes Jahr halt viel geregnet hatte und da hatte man halt auch viel Silage und auch Heu.